Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit für Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlichen guten Morgen an alle Chicos und Chicas da draußen. Hoppala, der Skyline ist am Start, genauso wie ein kleines. Hey. Ich habe so viel Sprachfehler, unos momentos. Micro momentito, ich habe schon wieder Hetzner-Probleme. Wir haben ein kleines Let's Play Splinter Cell Together hier wieder am Stissel mit den Impi. Wir haben uns gedacht, das haben wir schon ewig nicht mehr gemacht. Eben. Dann haben wir gedacht, dann machen wir es jetzt mal wieder hier. Und wir haben jetzt hier. Jo, hallöchen. haben jetzt hier nur Core Bricks normal und zwar Geisterstadt sind jetzt drin. Dann starten wir auch direkt. Goldsovo. Was für ein Name. Russland. Oh, Russia. Mal sehen, wie viele Missionen es noch gibt im Korb. Geht jetzt doch schon relativ lange. Na gut, das ist die fünfte Mission. Ja. Das ist die fünfte Mission mit Bricks, nur Koop. Also nur Koop ist ja mit Bricks und das ist die fünfte schon. Ist auf jeden Fall sehr viel einfallen lassen. Ey Leute, ich habe schon wieder einen Abonnenten verloren. Ich krieg einfach keinen dazu. Was soll ich noch alles machen, Leute? Ich habe keinen Plan, was ich noch alles anstellen soll. Ach du Scheiße. Was geht denn da ab? Wer baut seine Zentrale unter so einen Schrotthaufen? Jemand, der sich gut verstecken kann. Da. Eine psychiatrische Abteilung. Und am Krankenhaus führt ein Tunnel dorthin. Mit dem Seil aufs Dach rutschen? Gute Idee. Ich könnte doch einfach hier bleiben. Nach Russland zu gehen oder ein Obser zu bergen? Naja, wenn wir dadurch sowas wie ein Bangalore verhindern, wird's schon richtig sein. Nee, ich lade ja schon jeden Tag Videos hoch, tue ich beim besten Willen und ich versuche auch auf die Community. Was ist denn los? Sorry. Am besten gleich nochmal laden. Mission, jetzt ein Speicherpunkt. Was? Ich muss jetzt wieder reinkommen, jetzt so oft Halo 4 gespielt. Ja, jetzt hat sehr viel Halo 4. Nee, Leute, ihr müsst es mir selber jetzt mal sagen. Was soll ich eurer Meinung nach noch machen? Ich meine, ich bin ja offen für alles. Und ich versuche ja schon einiges zu machen. Ich versuche euch jedes Mal mit einzubeziehen. Aber es gucken, wenn überhaupt nur ein bis zwei Leute meine Videos von den 35 Abonnenten oder jetzt 34 Abonnenten. Was ja auch relativ null Sinn macht, meiner Meinung nach. Also ganz ehrlich, dann deabonniert mich, wenn ihr meine Videos nicht gucken wollt. Das wäre eine gute Idee. Nach Russland zu gehen oder einen Obser zu bergen. Naja, wenn wir da sowas wie einen Bangalore verhindern, wird's schon richtig. Keine Ahnung, dann macht's für mich einfach keinen Sinn. Wirklich nicht. Siehst du was? Vielleicht sind es die falschen Spiele, die halt einfach die Leute nicht interessieren in dem Moment. Ist ja voll schwer, das einzuschätzen. Ja, aber warum haben sie mich dann abonniert? Das ist ja die Frage. Gut, vielleicht haben sie einige Spiele davor gehabt, die sind. Ja, gut, das ist erstmal so ein Test sozusagen. Weißt, also die schauen sich den Kanal erstmal an und wenn sie merken, okay, das ist jetzt doch nicht so meins, dann halt nicht, also. Ja, aber ich find's halt nur traurig, dass sie halt dann auf nix reagieren, so, weißt du, du machst dann halt schon und du versuchst halt, das ist jetzt hier so eine Midlife-Crisis, hier ist okay, ja, es ist Rumgeheule von mir, ich habe gerade erst angefangen, aber ich habe schon mehr als 200 Videos oben, ich habe einen Abonnenten, abonniert, der hat mich auch abonniert, der hat 500 Abonnenten. Über 500 Abonnenten. Und der macht jeden dritten Tag, haut er nur ein Video hoch. Und das von Spielen, die eigentlich jeder Let's Playt. So eine Art und Weise. Und ich versuche ja schon irgendwie alte Spiele mal reinzubringen. Mal Spiele, die sonst keiner spielt und sowas. Gut, ich habe in der Vergangenheit habe ich nicht viel geredet. Aber wir hängen jetzt hier gerade fest. Wir müssen uns noch ein bisschen bewegen hier. Du könntest den linken ausschalten und ich schalte den anderen mit der Drohne aus. Also von dir aus gesehen, den rechten. Ich bin gerade was am gucken. Ich hab mir... Findest du Gegner, die einen Haftschocker überleben, oder?
Ich gucke gerade mal. Also ein. Nimm du den und ich hol mir den anderen. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Ah, läuft doch. Okay, das haben wir erledigt. Also wie gesagt, ich nehme jeden Tipp gerne an. Schreibt mir alles in die Kommentare. Sagt mir, was ihr gerne anders haben wollt. Ich werde versuchen, ich kann nicht versprechen, ich werde versuchen, das alles so zu deichseln, wie ihr es haben möchtet. Feind neutralisiert. Oh, sie haben meine Drohne gesehen. Aber sie haben noch nicht uns entdeckt. Boah, ist aber gerade bei mir sehr knapp, ey. Ich versuche eigentlich jetzt da unten hinzukommen, aber es klappt nicht so ganz. Lässt sich nicht fallen in der Art und Weise, das ist dumm. Achso, okay, gut. Ich schleiche mich schon an der Außenwand entlang. Mal gucken, wie weit ich damit komme. Ich habe hier oben den Sniper, den könnte ich wahrscheinlich. Okay, ein Sniper ist wieder weg. Okay, wenn ich jetzt hier hochgehe, kann es sein, dass mich der Sniper im Visier hat. Such weiter nach dem Schützen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn damit im Visier habe. Oh, warte mal, den habe ich noch gleich. So, den nehme ich auch noch. Den habe ich noch, kein Problem. Ziel ist neutralisiert. Redest du auch, oder? Ja, ja. Ich bin gerade hier ein bisschen abgelenkt. Weil so viele Gegner hier gerade bei mir sind. Okay, der. Ich weiß nicht, ob ich diesen Sniper da oben erwische. In Art und Weise. Was war das? Ich versuche den Sniper zu erwischen. Wir kommen da nicht rein. Was jetzt? So, ich versuche jetzt auch mal ins Gebäude zu gehen und den Sniper mir zu holen. Da ist er! So, ich habe wieder zwei erledigt. Der ist erledigt. Sniper ist down. Gut. Jetzt habe ich die letzten beiden. Habe ich Perspektive ausgesehen. Ja, ich nice gesehen. Jetzt habe ich zwei natürlich, musste ich gerade extrem ausnocken. Also sprich, die ist kein lautloser Kill gewesen. Aber ich glaube, jetzt kann ich eigentlich unbeirrt hier oben hinsteigen. Wir haben noch diesen einen Sniper. Ah, jetzt habe ich die falsche, jetzt habe ich die falschen Waffen dabei. Jetzt habe ich die Sniper nicht. Ich nehme den rechten, den linken. Oh oh. Was ist das denn jetzt? Okay, sind down. Ey, ich habe extra auf die Ratata-Waffe gewechselt. Und was macht der? Er schmeißt einen EMP-Schocker los. Was ist da los? Bereich gesichert. Okay. Hast du die Sniper beide ausgeschaltet? Ja, ja, sind beide down. Teamwork, eine fabelhafte Sache. Ja, toll. In Position. Ja, das soll ein Krankenhaus sein. Gute Abseilposition. Benutze sie und geh rein, bevor man dich sieht. Also hier würde ich mich ehrlich gesagt nicht zusammenflicken lassen wollen. Ich wechsle mal auf die Sniper. Wieso gibt's hier nur eine Munitionskiste? Was soll das? Wenn man eigentlich mal auf die Sniper wechseln würde. Danke. Okay, du kannst. Bereit, wenn du es bist, Briggs. Hau weg, die Wieso Scheiße, kann ich die Briggs? Ausrüstung nicht anpassen? Weil du kacken gehen musst vorher. Du hast mich noch nicht kacken. Ganz klare Sache. Komisch. Hat nicht reagiert. Oh, so. Das ist ja cool. Teilen wir uns beide am gegenüberliegenden Seite des Turms oder des Gebäudes auf. Ja. Oh oh, Gegner. Oh.
war das denn jetzt? Ich hab einen getötet. Muss ich irgendwie runter? Ah, ich muss hier hin. Warum muss ich denn hier hin? Sam, bin im Gebäude. Ich bin auch im Gebäude, aber ich glaube, ich bin falsch. Ach so. Fuck you. Müssen wir uns jetzt alleine durchkämpfen? Und ich habe natürlich eine Sniper ausgewählt, ist klar. Verstanden. Bin auf einer anderen Etage. Der Sammelpunkt liegt vor uns. Treffen uns dort. Okay, ich muss, glaube ich, wieder wechseln. Sorry, Leute. Sekundärwaffe. Hey, du. Das hört sich gerade so an wie so besoffene Russen bei mir, um ehrlich zu sein. Die scheinen alle bei dir zu sein. Ja, ich komme jetzt wieder hoch. Wieso kann ich die nicht um die Ecke ausschalten? Wieso geht das nicht? Die gepanzerten. Da ist er. Sorry, ich muss gerade ein bisschen härtere Mittel anwenden. Ziel ausgeschaltet. Alter, das war knapp. Ich muss jetzt ein bisschen Deckung bleiben. Ah, ich sehe ein Datenpaket. Ich versuche mir das mal zu krallen. Kommt er raus. Oh, da sind noch ziemlich viele Gegner. Kein Plan, wo die sein sollen. Ob der versucht. Fuck you! Okay, ich weiß nicht. Aua! Geh doch! Okay, das ist relativ scheiße. Komm mal durch. Komm durch. Oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet? Okay, die wissen ja eh, dass wir hier sind. Ja, jetzt ist eh schon egal. Kannst du ein bisschen draufballern. Ziel ausgeschaltet. Fuck, ein Sniper! Sniper down. Okay, das Datenpaket ist irgendwo hinter der Wand. Das ist nicht jetzt hinkommen sollen. Von der Seite hier. Ja, yeah, Sammy ist zu dumm, um an die Ecke zu gehen. Freue ich mich doch. Kommt der Hacke. Augen auf! Er könnte überall sein! Kann ich überall sein? Ich bin überall. Ich weiß, wie du da hinkommst. Glaubst du, der ist noch da drin? Ist vermutlich weg. Aber wir müssen erstmal da hochkommen. Ein Weg, Assassin's Creed Style. Fuck you, wer macht denn hier die Tür auf? Du kommst hier näher. Piss dich. Oh oh. Ich brauche Hilfe, Briggs. Wo bist du? Unten. Unten, oder? Ja. Oh oh. Relativ safe. Ah, scheiße, überall sind Gegner, das gibt's ja nicht. Ja, ich bin unter. Oh, scheiße, da sind wir hier mit Schild. Boah. Nicht drauf gehen, Sam. Hatte ich nicht vor. Danke, Max. Vielen Dank und schönen Day noch. Mit Schild, da müssen wir aufpassen. Warte mal. Oh oh. Ah. Warte mal, brauch ich denn hier. Scheiße, hab ich denn hier Haftminen? Handgranate. Nährungsmine. Alter, ich will die Nährungsmine haben. Könnte Hilfe beim Aufstehen gebrauchen. Das glaube ich dir. Ich bin hier direkt niedergegangen, aber du siehst mich schon, passt. Gegner ausgeschaltet. Muss mal gucken, dass ich nicht ins Feuer renne. Ich habe den gar nicht bemerkt. Ja, hast du anscheinend nicht bemerkt, ne? Danke für die Hilfe. Das Datenpaket muss dahinter sein, da hinten. Muss hier hoch. Wie hast du geschafft, die Tür zu öffnen? Die Ärsche haben die Tür aufgemacht. Also? Ich weiß nicht. Ja, wir müssen hier hoch. Ich muss jetzt rein da, verdammte Hacke. Komisch. Ist irgendwie außerhalb des Gebäudes, so wird zumindest angezeigt. So, sehr merkwürdig.
Vielleicht hätten wir davon irgendwie von außen. Vielleicht kommen wir nochmal raus. Ich weiß es ja nicht, vielleicht kommen wir noch raus. Also die Tür ist auf alle Fälle verriegelt. Ja, gehen wir mal weiter vielleicht. Bin schon ich warte auf dich. Soweit. Hier sind wir fertig. Gehen wir. Die Mission ist ja bisher vergleichsweise einfach. Wir sind noch kein einziges Mal gescheitert. Was laberst du? Eingang auf der Etage runter. Achso, diese Mission, ja. Genau. Die Mission nicht. Ja. Das Sicherheitssystem versorgt. Schalt ihn aus und du kannst in den Tunnel zur psychiatrischen Abteilung. Jetzt ist das Datenpaket weg, wa? Hoffentlich schreiben wir darüber keinen Test. Wenn es dir zu kompliziert ist, bleib hier. Nein. Nee, ja. Mir wird nur angezeigt. Wenn nicht. Ja, dann gehen wir mal weiter. Vielleicht kommen wir noch dazu. Ah, warte, ich komm rüber. Hier ist es. Ach, jetzt wird's mir auch angezeigt, ja. Grim, hab einen toten Briefkasten mit Daten. Bringe sie mit. Ich freue mich schon drauf. Ah, ich habe auch noch eine kleine Ankündigung für die Community. Ich werde heute noch einen Blogbeitrag schreiben. Zu Spec Ops? Nee. Ich werde was zu The Wolf Among Us schreiben, weil das echt. Ich habe gestern, als du offline gingst, habe ich noch die ganze erste Episode angeguckt, Let's Play auf YouTube. Und ich fand's richtig geil. Im Generatorraum ist alles ruhig. Im Generatorraum ist alles ruhig. Wie lange steht die Tür schon auf? Die rufen wir da. Nicht lange. Komm ich hier durch? Ich komm hier durch, okay. Oh, wir müssen wieder einen einfangen. Ist das ein Panzertypi? Ja, ich würde sagen, dieses Mal entweder es klappt oder es klappt nicht, aber wir sollten uns nicht so drauf versteifen. Nee, aber links ist ein Panzertypi und der gefangen werden sollte, ist auch ein Panzertypi. Ja, das ist leider immer so. Das Komische ist, die Gepanzerten kannst du nicht ausschalten, wenn du dich quasi an der Ecke versteckst und dann diesen X-Angriff machst, kannst du nicht machen bei denen. Normalerweise dürfte er mich ja nicht sehen, wenn er... Oh, oh. Jetzt vielleicht? Ja. Der ist erledigt. Super. Hey. Wenn wir jetzt das noch mit dem anderen... Sag mal, sind hier nur zwei Gegner? Jetzt ist noch einer, der gefangen genommen werden möchte. Nicht zu viel bei uns merken wir, dass wir hier sind. Ja. Brauchst du Hilfe? Keine Sorge. Jetzt hör auf, die wissen, dass wir gleich hier sind. Ich weiß nicht, in welche Richtung der guckt. Guckt er zu dir oder zu mir? Ich glaube, er guckt zu mir. Du kannst ihn gefangen nehmen. Hab ihn. Da kommt noch einer hoch. Wichtige Zielperson rausgeschafft. Staus und Abhol bereit. Down. Gute Arbeit, Briggs. Erledigt. Sehr gut. War einfach. Das war jetzt relativ einfach, ja. Alle Ziele bekämpft. Grim, der Generator ist aus. Komisch, dass in der Mission 5 viel weniger kommen wie in den vorangegangenen Missionen. Tunnel! Okay, was müssen wir jetzt machen? Du hast gerade überlabert. Briggs, schnell! Zwei! Schaut noch nach oben. Flug auf euch! Waffensysteme scharf! Ich höre Trilabor. Bin fast in Feuerreichweite! Oh, rennen! Bewegung! Ja, dann sollte meine aufhören. Aber macht die scheiß Nachtsicht aus, Alter. Ja, ich hab auch Nachtsicht, anders geht ja, ich drück die ganze Zeit Nachtsicht aus, aber jedes Mal akzeptiert das als Zweier ein, Dingens. Und danach zieht er an sofort. Was ist los? Und jetzt? Hier wird uns ein Ziel angezeigt. Fliehen, ja. Ich will ja fliehen. Auf Teamkameraden warten. Ich glaub, die wissen, dass wir hier sind. Mit ein bisschen Glück halten die uns für tot. Grim? Die Luft unterstützt. Das war ein bisschen weird. Ja. Bereit, wenn du es bist.
Dass sie da mitten in der Flucht so einen Punkt einbauen, wo du auf deinen Kollegen warten musst, ist irgendwie nicht so sinnvoll. Grim, sind in der Psychiatrie. Ich wusste, dass ihr mal da endet. Charlie, halt die Frequenz frei. Beginnen die Suche. Die zwei Irren. Scheiße, ich bin nicht kaputt. Naja, das ist so ein unkaputtbares Licht da. Doch nicht. Jetzt ist natürlich relativ dunkel. Was? Finde das Obsatz. Das finden. Brauchst du Hilfe? Nicht nötig. Sturm! Okay, was ist jetzt los? Sehr gut. So, die kann man schön um die Ecke ziehen. Die gepanzerten geht nicht. Du stehst direkt. Ich bin im Dunkeln. Oha, was war das? Das war ich. Anscheinend habe ich eine Gasleitung erwischt. Lol. Soll ich die Lampe kaputt machen? Okay, das geht anscheinend nicht. Gut, dann gehe ich mal in die andere Richtung entlang. Kann es sein, dass du Giftgas schießt mit deinem Auto? Nee, ich habe eine Pistole. Scheiße, das war bald auch gerade Giftgas. Warum bleibst du nicht auf der rechten Seite, Kollege? So, ne? Dann können wir wenigstens die ganzen Gegner unterschiedlich ausschalten, wenn wir auf zwei verschiedenen Seiten kommen. Ich glaube, die sind hier rechts neben mir im Raum. Okay, da kommt schon einer. Oh, das war knapp, ey. Hast du das gesehen, Alter? Ich habe wieder einen Panzertypen. Links neben dir ist ein Gegner. Ich würde jetzt nicht ballern. Er kommt jetzt. Ich hatte schon wieder die scheiß Armbrust in der Hand, was soll dann will. Ziel ist neutralisiert. Ich hatte schon wieder die scheiß Armbrust in der Hand. Ey, ich wechsle auch jedes Mal zu dreckigen Pistole. Was soll die scheiß Steuerung schon wieder? Ausgeschaltet. Alles okay. Ich finde irgendwie, das sieht nicht so wirklich nach Psychiatrie aus. Nicht oder? Annähernd. Ich steh direkt neben dir, du Held. Wieder geht's. Ich muss viel öfter mal die Gadgets einsetzen, ey. Go, go, Gadget! Achtung, Brandgranate! Reicht platt machen! Rette mich beinahe, erwischt Briggs. Ich weiß, dass du schätzen, Briggs. Werfe eine Brandgranate! Granate! Okay, auch eine einzelne Person muss jetzt Ups, keine... das Schreien. Der Schrein war schon da. Mir macht einfach zu, sehr, zu viel Spaß, Brandgranaten zu werfen. Es tut mir leid. Hat Ähnlichkeit mit einem Feuerwerk, ja. Okay, das sieht eher noch ein bisschen auf. Erinnert mich jetzt so ein bisschen an Outlast hier. Wer Outlast kennt, der weiß, wovon ich rede. So ein bisschen nach Outlast sieht das hier gerade aus, irgendwie. Bereit, wenn du es bist. Boah, Brüsenmörder. Entschuldigung. Steht hier. Kann ich auch nicht für. Deine Mutter. Na, was machst du denn da? Das ist eine schöne Wand. Diese grau und grau. Du magst es nicht, mich bücke, hä? Okay, dann los. Ich drücke sogar meinen Arsch direkt entgegen. Das passt nicht. Wir in einem Hochsicherheitstresor. Ohne Wachen, Scharfschützen und Luftschläge. Aber hier muss irgendetwas Wertvolles sein, sonst wäre das nicht so aufgerüstet worden. Vielleicht versteckt sich deine Mutter hier. Oh, vielleicht sollten wir uns auch so einen Ganzkörperanzug anlegen.
Du weißt, worauf ich stehe. Schönen Neoprenanzug. Was machst du denn da? Musst dich bewegen, ne? Hallo? Bewegst du dich auch irgendwann? Ich dachte, das ist mein Aufzug. Oh, wir werden gescannt, oder? Doch dich! Kriegen wir sowas fürs Flugzeug? Was? Ein Dekontaminationsraum? Ja. Immer wenn ich mit Corbin geredet habe, würde ich am liebsten duschen. So ein Ding wäre effizienter. Sprich mit Grimm. Vielleicht sieht sie's ähnlich. Ey, was meinst du, was hier 5000 Watt Base Machine, Alter? Das sieht echt nur aus wie so. Keine Ahnung, so fette Boxen. Und das soll dann einen sauber machen oder was? Aha, ja, ich verstehe. Okay, ja. Lego-Bausteine. Die Sicherheitssysteme melden selbst. Oh, Laptop. Ja, steht ja auch noch direkt mitten. Oh, hier ist verdammt hell. Hier sind aber auch wenig Gegner. Hier ist verdammt hell. Ich geb mal Gegner, hier oder? Von den Rohren hoch. Ist da überhaupt ein Gegner? Ja, ich hab zwei Stück auf dem Rad da. Erkundung, 100 Punkte. Einer ist direkt hier am Laptop dran. Zwei Stück am Laptop. Hol dir du dir den auf einer Seite. Ich muss mal kurz so Pistol wechseln. Nee, ich behalte doch lieber das hier. Okay, 1, 2, 3. 2, 3. Feind neutralisiert. Ich will. Ja, jetzt macht's keiner von uns. Alle Ziele bekannt. Das ist schon das Datenpaket, ja? Sei mal ruhig. Ich hab den Laptop gehackt, Grim. Ein Fall für Chuck. Wir bekommen ja beide die Kohle. Ja, das war leicht. Ich sehe eine Sicherheitstür und einige Computer. Grim, wie kommen wir da durch? Eine Menge Fantasie. Sekunde. Könnt ihr ein Offset mit den Computern verbinden? Sicher. Dann los. Ich lasse Charlie das Netzwerk hacken und die Tür öffnen. Verstanden. Er soll sich beeilen. Wir müssen uns jetzt bestimmt hier verteidigen. Hacken. Hier kommt jetzt bestimmt eine Welle an Gegnern. Wollen wir dann nicht lieber erstmal alles hier und so? Ich weiß es nicht. Ich denk's mir nur, weil hier so viele Munitionskisten sind. Ich mach einfach mal. Das sieht so aus, dass... Landmine wurde aktiviert. Ich habe verstanden. Hast du schon gehackt? Okay, ich kann nicht hacken. Er hat irgendwie das... Okay, jetzt geht's. Die kommt von der anderen Seite, na, großes Kino. Okay. Ach nee, wirklich. Ja, aber die kommen voll von der falschen Richtung. Na toll. Landmine ausgebracht. Wo kommen die denn her? Lautloser Kill? Willst du mich verarschen? Ich verlege eine Landmine. Verstanden, Landmine ausgebracht. Viele da gleich kommen schon wieder. Landmine ist scharf. Verstanden, Landmine ist abgesetzt. Okay, was war das denn jetzt Dummes? Oh. Was dumm war das? Dummes ist Alter. Ey, der hat jetzt nicht direkt auf mich eine Granate geworfen, oder? Lol, Kampfkirche halt. Ach so. Meine. Lol. Wahrscheinlich meine Mine oder sowas. Hast du Lust, deine erste Hilfekenntnisse anzuwenden? Da ist noch einer. Okay, einer ist noch ganz hinten. Zwei Stück sind noch da hinten. Das wird ein bisschen piekschen. Gut gemacht. Hat er das dann getötet? Alter, ist der schon wieder so hohl, Alter? Das ist zum Kotzen. Die nächste Verbindung, Jungs.
Wer explodiert denn da? Ey, ich wollte mich wegbewegen und was macht er? Er bleibt gemütlich in der Scheißposition stehen. Das ist schon wieder so sinnlos. Ich weiß, dass du Scheiße brichst. Gut gemacht. Ach so, ich bleibe jetzt dagegen. Landmine ausgebracht. Ziel ist neutralisiert. Alter! Ich versuche mich mal zum nächsten PC vorzukämpfen, okay? Viel Spaß. Ziel ausgeschaltet. Das ist keine Tür für Leute, die es eilig haben. Vermutlich geht es für die Leute, die hier sein dürfen. Wow, was machst denn du da? Für eine Party. Beeil dich, Charlie! Ich höre sie nur noch schreien hier. Nur noch am Pumpen, dann krachen die, Alter. Ja, okay, das ist ein bisschen übertrieben, wie viele da hinten sind. Da komme ich hier nicht weg. Oh, wie viel mein Kopf zerfetzt. Oh, scheiße. Ja, also ich könnte langsam mal ein bisschen Sicht gebrauchen. Wo bist du denn? Ich lieg hier oben direkt. Komm, Soldat. Bin ich das safe, wenn ich dich... Danke. Das wird knapp. Jetzt wirst du gleich down gehen. Okay, man kann es auch übertreiben mit den Gegnern. Ich werde jetzt hacken. Grim, beginne mit letztem Hack. Wenn du fertig bist, der letzte Hack, okay. Vielleicht beruhigen sich dann die Gegner auch ein bisschen. Das war's beim letzten System. Oh ja, mehr als zwei Daumen. Meine Fähigkeit. Jetzt müssen wir aufräumen. Deine Waffe geht aber auch nicht krass. Bombe. Ziel ausgeschaltet. Hier ist auch noch gut was los. Party. Wer hat denn? Naruto hatte vor kurzem. Okay, wir können weiter. Und öffne dich. Sesam, öffne dich. Spart euch die Lobeshymnen für später. Wenn ihr Voron den Weg versperrt, werden die es über das Dach versuchen. Du kannst nicht! Vorbei! Nee. Voron, das sind doch diese komischen Elite-Einheiten hier. Moin! Das ist aber auch duft aus, Kollege. Kein Offset, keine Entschlüsselungssysteme. Grim, das ist medizinisches Labor. Unmöglich. Unsere Daten sagen was anderes. Und die verteidigen das Ding hier wie die Irren. Es gab nie ein Offset. Die schützen nicht diese Position, sondern diesen Mann. Das Koma. Es ist mehrfach künstlich erzeugt. Warum ihn kalt stellen und dann wieder aufwecken? Sie verhören ihn. Er ist unsere Quelle. Grim, es gibt drei Personen zur Abholung. Drei? Das Paket ist kein Gerät. Das Paket ist ein Patient. Nee, es sind vier Leute zum Abholen. Wir haben ja noch einen gefangen genommen. Schnappt ihn und raus da. Der Hubschrauber hat euren Abhol... Ach du Scheiße, muss jetzt echt jemand einer den Körper nehmen, oder? Oh, oh. Ja, du kannst ihn ablegen, oder? Ich kann nur noch mit... Stimmt, ja. Heiß! Ach so, da ist ja der Helikopter schon. Ja, wer weiß, was hinter uns jetzt alles los ist. Wir hätten nur einen Rücken decken. Ich kann ihn ehrlich gesagt nicht ablegen. Du musst mich jetzt schützen. Super, dass er wieder die falsche Waffe ausgewählt hat. Wuppidu. Was machst du denn jetzt? Bist du bescheuert? Wo bist du denn? Hilfe, Hilfe! Jetzt mal ohne Witz, Alter. Wir haben da einen scheiß Helischrauber in der Luft. Könnte ein Sunny gebrauchen. Als ob der nicht ballern könnte damit. Der könnte echt mal mit der Minigun ordentlich abgehen, hey, weißt? Einfach mal rat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 a. Das ist scheiße, dass du nicht ablegen kannst, ey. Das ist ja jetzt, das hängt ja jetzt alles an mir. Ich kann mit dem Druck nicht umgehen. Nein! Ja. Aber das scheint ja wohl schon das Ende der Mission zu sein. Das ging das ja war wohl jetzt ziemlich easy.
Ach, jetzt nicht den ganzen Scheiß, Alter. Jetzt nicht nochmal den ganzen Shit. Schnapp ihn und so, auf Dach. Der Hubschrauber ist egal, bist du oder soll ich? Mit Rauch markiert. Auf Dach. Nee, jetzt ist dein. Komm her, Digga. Geh mir mal auf Tuchfühlung hier. Wer du furzt. Genau, das wird meine Waffe sein. Dreh ich mich immer in die Richtung der Gegner an. Was, wenn ich jetzt einfach durchrushe? Nee, das ist keine gute Idee. Kann ich mich wenigstens ducken? Du stirbst wirklich sehr schnell. Weißt du was, ich bleib ein bisschen hier hinten. Auch nicht. Ich habe verstanden. Feind neutralisiert. Ich verlege eine Landmine. Ich bin so clever, ich bin so clever. Ja Leute, und wie geht's euch so? Da ist er! Habt ihr Spaß? Das ist Spannung pur. Okay, gerade sind keine Gegner auf dem Schlachtfeld. Alle Ziele bekämpft. Kann ich einfach geradeaus? Ja. Okay, die Musik könnte aufhören. So spannend ist es auch nicht mehr. Was war das denn jetzt? Bazooka? Ja, das war's schon mit der Mission. Das Labor hatte dank Voron einen Selbstzerstörungsmechanismus. Glück gehabt. Ich schicke den Hubschrauber. Ihr werdet vor der Landung das Dach sichern. Die Selbstzerstörungsmechanismus der Patient oder was? Ich weiß gar nicht, dass das Spiel so bloody sein kann. Was soll das denn jetzt? Los, Briggs, häng doch nicht so rum, die kommen! Was ist denn jetzt los? Bereich gesichert. Wieso können wir nicht mehr aufstehen? Hast du uns die Beine gebrochen? Das ist ja oder ziemlich asozial. Ja, jetzt kommen noch verfickte Drohnen, ich werd irre. Hör mal auf, alles überleben, du Arsch. Hätt ihn gehabt. Der Hubschrauber landet in 60 Sekunden. Nein. Haltet ihr das durch? Keine Ahnung, wie lange unsere Ladung durchhält. Er braucht einen Arzt. Sagt dem Piloten, er soll dich beeilen. Landezone frei? Freier wird ihn nicht. Wer das überlebt? Yeah, Teamplayer! Was ist da los? Wahrscheinlich haben wir alle... Was heißt das? Briggs Mission. Alle. Vermutlich so. Oh, Ghost. Alle. Auf Gold. Dank mir. Einfach nur, weil ich es kann. Ja, ja, ihr braucht mich nicht danken. Ich bin halt eine coole Drecksau. Aber die Story ist doch noch nicht abgeschlossen, oder? Mit dem Ziel. Da muss doch jetzt noch irgendwas passieren. Was hat der für Informationen? Oder geht's jetzt quasi wieder mit anderen? Ich weiß es nicht. Wir müssen gleich mal gucken, was das. Ich weiß nicht, was das jetzt für ein Erfolg war. Müssen wir gleich mal gucken. Da stand alle vier E-Missionen. Oh, Assault auch auf Gold. Nice. Wow, ja. Wir rocken die Hütte. 75. Ne, 91 Gegner mit Kampfkills. Wow. Das haben wir nice hingelegt, Alter. Sind auch kaum gestorben in der Mission. Oh, ich hab schon wieder mal 2.400.000. Ich weiß nicht mehr, was ich damit machen soll. Ich hab mir schon alles geholt jetzt, außer bis auf Waffen. Ich hab mir jedes Ausrüstungsscheiß hab ich mir schon geholt. Guck mal, wir haben nur 30 Minuten gebraucht. Für die letzten Missionen haben wir viel länger gebraucht. Entschuldigung. Sei die Überweisung da. Das war nice. Ja, anscheinend. Ich denke mal, es wird jetzt wahrscheinlich mit diesen Missionen weitergehen, die man auch also quasi wir haben alle Missionen haben wir. Kann. Ja, natürlich kann man jetzt noch die ganzen Koop-Dinge, aber mit Briggs haben wir jede Koop-Mission durch. Ja, mit Briggs schon. Ist nur komisch, dass sie dann jetzt nicht noch gesagt haben, was das Ziel für Information hatte.
Vielleicht kommt das ja im Verlauf des der richtigen Kampagne. Weiß ich ja nicht. Weil normalerweise, es muss ja irgendwas bringen, dass wir jetzt da die Koop-Mission und... Weil wenn du ja mit den komischen Typen sprichst, mit dem Charlie, dann sagt er ja auch, da und da ist ein Datenpaket, das müssen wir holen. Und wenn du dann mit ihm sprichst, danke, dass du das Datenpaket geholt hast. Also irgendwas muss es ja an Informationen bringen, meiner Meinung nach. Irgendwas muss es ja sein. Okay, Leute. Wie eh und je, wenn euch das Video gefallen hat, dann schrottet es in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Und diesmal wirklich. Jeder, der das Video guckt, schrottet auch was in die Kommentare. Und wenn es halt die Fresse ist oder sowas, oder du stinkst, ist mir egal. Ihr schreibt jetzt dann gefälligst was rein. Arschlecken. Okay. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende, Rest Sonntag, Restmontag, frohe Weihnachten und sowas. Keine Ahnung. Hoffentlich sieht man sich irgendwann mal online. Tschüss.